Hallo, ich bin die Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar, Thumbnail habt ihr schon gesehen, es ist wieder dran, ne? Meine monatliche Verlosung, ne? Und Maskentest, genau. Und meine monatliche Verlosung, ja, mache ich immer so. Für meine Abonnenten als Dankeschön, ne, die immer treu sind, mir zugucken. Und ich bin jetzt aufgestiegen, Leute. Oh, ich dachte, die sehen nicht richtig. Es wird irgendwie gefühlt immer mehr, ne? Und das läuft so langsam. Also ich hoffe, dass ich bis Ende des Jahres auf 2000 Abonnenten komme. Wenn ich 2000 Abonnenten voll habe, gibt es 3 Gewinner, ne? Ich befülle nämlich immer eine Beautykiste für meine Abonnenten. Die befülle ich selber und das könnt ihr dann immer gewinnen. Und zum Schluss zeige ich euch dann immer, was drin ist, ne? Und um bei diesem Gewinnspiel natürlich mitzumachen, wäre es natürlich schön, wenn du diesen Kanal abonnierst. Und wenn dich auch so eine Maskentest interessieren, ne? Genau, würde ich mich freuen drüber. Und auch Glöckchen anmachen, nicht vergessen, dann informiert dich YouTube über ein Video von mir. Und wenn das nicht so schnell funktioniert, bei Instagram bin ich auch. Und da lasse ich dann immer sofort meine Zuschauer und Abonnenten wissen, sobald ich ein Video hochgeladen habe. So, wir kommen erstmal zum Maskentest. Und zwar habe ich hier Grab Style Face Sheet Mask. Genau. With Perilla Leaf Extract. Okay, ja, und zwar steht hier auch was auf Deutsch. Tiefenreinige Gesichtsmaske mit Perilla-Extrakt, reinigt die Poren und entfernt Schmutz und Öl. Ja gut, habe ich jetzt eigentlich nicht so. Wir testen die trotzdem mal aus, ne? Genau. Ich meine, ja, hat jeder Poren und Öl, hat jeder, aber nicht so extrem. Der manche hat es mehr, der andere hat es weniger. Ich habe es nicht so extrem. Entfernt Schmutz und Öl, biologisch abbaubare Bambus-Fließmaske, das restliche Serum. Boah, der kam aus dem kleinen Snee. Nicht, genau. Und wie lange lassen wir die oben? Was steht hier? 10 bis 15 Minuten, genau. Und zwar, diese Maske habe ich, denke, bei Action mir geholt. Letztes Jahr und ich dachte, komm, die testen wir mal aus. Ich fand das so cool. Grab Style heißt ja eigentlich, Grab heißt Krabbe. Ich finde aber auch aus, das sieht auch aus wie so ein Krebs, oder? So, und ich habe ja im Juli Geburtstag. Der Juli ist mein Geburtsmonat und ich bin Sternzeichen Krebs, genau. Wenn das Video hochgeladen wird, hatte ich schon Geburtstag, ne? Und ich dachte, so symbolisch gesehen, gucken wir uns jetzt mal einfach diese Krebsmaske an. Krabbe Krebs, ja, aber ich finde schon, dass es auch so ein bisschen krebsmäßig aussieht, ne? Und dachte ich so, testen wir mal aus, was die Maske so macht und wie sie überhaupt aussieht. Die soll ja richtig so hier aussehen wie hier oben, ne? Genau, jetzt habe ich mir kein Handtuch hier hingelegt, da läuft wieder Hanni. Also machen wir einfach so, Taschentücher sind ja auch keine. Gut. Wir gucken uns das mal an. Ich versuche die mal ganz vorsichtig hier oben aufzumachen. Ne, eigentlich habe ich die ja immer unten aufgemacht. Ah, so, aufgeschnitten von unten, Tuch geholt. So, ob es die da noch gibt, ich weiß es nicht. Ich glaube, die habe ich beim Action geholt. Aber bei Action haben die so viele Masken, die auch lustig aussehen mit lustigen Motiven und anderes. Ne? Deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, was die gekostet hat. Oh Gott, ist die süffig, Leute. Also die nehme ich safe nochmal ein zweites Mal. Und dann tue ich die immer umklappen, mit einer Büroklammer wieder zumachen, ne? Und dann nehme ich die immer nochmal ein zweites Mal. Oh, guck mal, ey, die ist sowas von süffig. Boah, so. Hui. Okay, so. Oh, die sieht echt krebsrot aus. Aber niedlich, oder? Das ist doch ein niedlicher Krebs, findet ihr nicht? Also wundert euch nicht wieder über meinen Turban. Ich habe nämlich wieder Haare gewaschen, ne? Nur mal so zur Info, falls ihr euch wundert. Hä? Ja, weil ich wieder meine Haare mal gewaschen habe. So, ihr Lieben. So sieht der Krebs aus. Das sieht doch ein bisschen merkwürdig aus, ne? Ich werde mir das hier nochmal ein bisschen einschneiden, weil das nicht so passt. Ja, das ist die Maske. Ich lasse die jetzt so, ja, 15 Minuten einziehen, ne? Nochmal schön entspannen
Und dann sehen wir uns gleich wieder und gucken uns an, was die Maske so für ein Hautbild macht und wie sie so ist. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Bis gleich. So, ich bin wieder da. So, die sieht doch ein bisschen gruselig aus. Erst war sie süß, ne? Die Maske war ich jetzt, mein Handtuch. Jetzt liegt die das Handtuch da drüben. Es läuft schon wieder super. Ich ziehe das jetzt mal ab hier, ne? Also, die sieht schon doch ein bisschen gruselig aus. So, och ja, fühlt sich gut an, aber die ist auch sehr erfrischt, muss ich gestehen. Ich arbeite mir das jetzt mal ein, schön einmassieren, so, auch zum Hals runter, ne? Der Duft, muss ich sagen, war jetzt nicht so angenehm. Roch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht beschreiben. Also es war kein schöner, angenehmer Duft. Da hatte ich schon andere Masken gehabt, die angenehmer gerochen haben. Und ja, ich finde aber, das macht ein schönes, strahlendes Hautbild, ne? Ist matt, man sieht, die ist nicht glowy oder so, aber wir wissen ja, was oben stand, die sollte ja mehr so poranschließend sein und bisschen gegen ölige Haut und so, ne? Aber trotzdem muss ich sagen, fand ich die jetzt schön erfrischend. Jo, also ich fühle mich auch bisschen munter. Jo, finde ich gut. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Meistens ist es so, ja gut, das soll ja keine Maske sein, die glowy ist, bei so einem Billigmasken, dass die dann nicht so lange anhalten. Aber für den Moment ist es ganz nicey. So, ihr Lieben, ja. Ich werde jetzt gucken, inwiefern, wie fein, wie fern, wie. Oh Gott, Daniel. Ich mich jetzt fertig mache, ne? Und dann gucken wir gleich, was es zu gewinnen gibt, was ich in die Kiste reingepackt habe. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich bin wieder da, fertig gestylt. So, ne? Sieht immer gleich viel anders aus, ne? Schmuck angelegt. So, ich zeige euch jetzt mal, was ich hier habe, was es zu gewinnen gibt. Die Kiste ist wieder voll, ne? Okay, ich fange einfach mal an. Diese Brille, ne? Diese Sonnenbrille, ja, ich brauche die jetzt nicht. Mir steht die jetzt auch nicht sonderlich. Dann einmal diese Sonnenlotion Hawaiian Tropic Suntan Protection, ne, mit Lichtschutzfaktor 15, ne, 100 Milliliter, eine kleine. Wenn ihr kommt ein Gefusel raus. Dann habe ich hier von Hello Body Hyaluron Hydrating Plumping Booster, ne, so ein, das ist halt so ein Serum, ne. Kann ich euch nochmal zeigen. So sieht's aus. Ich hätte es gerne ausgetestet, aber ich habe Haufen andere Sachen da. Deswegen dachte ich so, komm, das packe ich euch jetzt mal hier rein. Ne? Spang von dem Visible Bobbles. Ne? Einmal so. Diese Waves. Waves. Ja, ein bisschen Füllmaterial muss auch sein. Schlüsselanhänger, so ein Dings. Mascara von Lavera Naturkosmetik, der ist auch noch zu. Endless Mascara ist noch Siegel, ne? Weil den habe ich nämlich zweimal da. Ich brauche den jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal. Zweimal Nagellack, einmal dieser schöne rote und einmal für French Nails von Hypoallergenic Bell. Dann habe ich hier einmal von Kevin Murphy ein Haarspray. Irgendwie so. Ja. Aber irgendwie, ja. Irgendwie so ein Haarspray, ist so eine kleine Reisegröße. Ist wirklich nur kleine Größe. Steht gar nicht oben. Oder ich finde sie jetzt nicht, eine Haarspray. So. Wahre Schätze von Garnier. Festes Shampoo. Feuchtigkeitsspendend. Oh, das riecht gut, Leute. Das ist so. Dann habe ich hier Balm After Shampoo für alle Haartypen, ne? Von Jean-Louis David. So halt, was man halt nach dem Haarewaschen so reinmacht, wie so Art Conditioner, glaube ich. Dann habe ich hier, kann ich euch wirklich nur empfehlen, einmal von Respire so eine Gelcreme. Gelcremes sind super gut für den Sommer, Leute. Ich kann euch sowas wirklich nur empfehlen. Aber da ich Haufen anderes da habe. Ich hätte die gerne auch mal ausgetestet. 50 Milliliter. Ne? Dachte ich, so packe ich die hier mit rein. Von Plum and Poppy habe ich ein Hair Finishing Gel. Ey, das nimmt hier kein Ende, ne? Also was man so Babyhaare so ein bisschen, ne? Von Hypoallergenic Bell ein schöner Blush. 04 Venus, ne? Dann habe ich so zwei Self-Tanning-Tücher mit drinne. Genau. Ne, hier von
Ja, das hat hier kein Ende hier. Selfie Project, eine Peel-Off-Maske, ne, mit diesem Glitter. Genau. Dann habe ich hier von Aloe Sun Care Lip Balm mit 25 Lichtschutzfaktor. Das können wir jetzt auch im Sommer gut gebrauchen. Also ich finde, sind schon schöne Gründe, vielleicht auch so nochmal für die Reise, ne? Wenn ihr jetzt irgendwo hinfahren solltet. Von Sephora habe ich hier ein Cream Lip Stain. Ist Marvelous Mauve, also halt so ein Mauve-Ton, nude-farben, ne? Ist sogar noch eingeschweißt, nicht benutzt. Dann habe ich hier dazu von Hypoallergenic Bell ein Longwear Lip Pencil. Nö, der würde ganz gut passen, glaube ich, zu der Farbe. Genau. Und jetzt bin ich endlich fertig. Einmal ein Precise Brow Pencil von Hypoallergenic Bell. Die Farbe, ist halt so braun. Könnt ihr so hochdrehen, könnt ihr auch wieder super gut runterdrehen, ne? Genau. Und jetzt ist sie endlich leer. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist halt recht unspektakulär. Ihr müsst nicht viel dafür tun, außer Abonnent meines Kanals sein, öffentlich zu sehen sein. Dann kann ich es nämlich besser kontrollieren, also nachvollziehen, ne? Und wir schreiben jetzt einfach mal drunter, Hashtag ist halt wieder Juli. Ne, ganz unspektakulär. Hashtag Juli und mit einem lieben, netten Kommentar, damit ich weiß, ne, gerade durch Hashtag Juli, dass ihr an dieser Verlosung teilnehmen wollt. Und unten in der Infobox belest euch nochmal richtig. Da stehen dann auch nochmal ein paar Infos dazu. Ne? Ja, ihr Lieben, das war wieder mein Maskentest und Gewinnspiel von dem Monat Juli. Ne? Und ja, ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, oder ihr dürft auch wieder eure Meinung drunter schreiben, unten in den Kommentaren, wie ihr die Maske findet. Erst sah sie niedlich aus, ne? Aber das sah dann doch aus wie so ein gruseliger Krebs irgendwie. Naja, gut. Und ansonsten, wenn ihr dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss, wenn ihr euch ein Playlist, Maskentest, ne, Gewinnspiel, müsst ihr mal gucken, was auch immer ich hier einblende. Mein Kanal, den könnt ihr völlig kostenlos abonnieren, würde ich mir richtig drüber freuen. Aktuellsten Upload und irgendeinen Videovorschlag und ich sage Tschüssi. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.